with your colors. They kinda tell me what I'm thinking. I fell in love with the way we are and the way we lose it. There's something different about us and the reason why we stay. Einen wunderschönen guten Morgen aus Unterbech. Ich glaube, ich zeige heute den ganzen Tag nur dieses Panorama. Es ist einfach so unglaublich, hier aufzuwachen, ihr Lieben. Unser Schlafzimmer genau auf diese Aussicht. Es ist unglaublich. Mich hat selten ein Ort so geflasht und wir waren schon an so vielen schönen Orten, aber Unterbech ist einfach traumhaft. Da oben auf den Bergspitzen liegt Schnee. Wir haben wunderschöne Sonne, wir haben ringsherum Berge, wir haben schon Kuhglocken gehört, wir sehen die Gondel hoch und runter fahren, es ist wunderschön hier. Ihr Lieben, wir sind, wir haben richtig fett ausgeschlafen, bis um 8:30, Liana sogar noch länger, ich war schon duschen, André hat gerade Kaffee geholt, jetzt gehen wir aber hoch zu unseren Freunden, die wirklich einfach nur, wir müssen jetzt nur über die Wiese laufen und sind schon bei denen. Ich zeige es euch kurz. Einfach hier die Treppe hoch und dann kommt noch ein Stück Wiese und dann da oben, da zwischendrin oben wohnen sie. Da gehen wir jetzt hoch frühstücken. Ja! Oh mein Gott! Jetzt hängen ganz viele Wolken auf den Bergen und trotzdem sieht es traumhaft aus. Da oben die Spitze. Zeig mal! Unfassbar. Lecker. Unfassbar. So, und jetzt huschen wir in den Garten von unseren Freunden. Gut für? Es ist so wie Haferflocken und es hat aber voll viel Eisen. Und schmeckt wie Haferflocken oder schmeckt es anders? Nee, schmeckt ein bisschen anders. Aber auch so ein bisschen nussig. Ihr Lieben, wir hatten ein mega, mega leckeres Frühstück. Total ausgiebig mit dem Ausblick auf die Berge. Und jetzt haben wir ein bisschen was gearbeitet. André hat den Vlog geschnitten vom Kiddy-Dome für euch. Ich habe ein bisschen die Kinder beschäftigt. Beziehungsweise die beschäftigen sich hier so toll selber, einfach weil es so viele sind. Schöne Gespräche mit unseren Freunden geführt. Und jetzt machen wir einfach einen Topf Spaghetti mit Tomatensauce, weil eigentlich wollten wir schon lang am Seepark sein, in Unterbech. Aber wie das halt so ist mit 5 Kindern, eins wird müde, das andere hat Hunger, das andere möchte lieber hier bleiben. Deswegen haben wir gesagt, machen wir einfach alles ganz entspannt heute. Wir werden jetzt Spaghetti essen und dann gehen wir runter an diesen niegelnagelneuen Seepark. Wir haben schon, als wir gestern mit der Gondel drüber geflogen sind, den gesehen. Das ist spektakulär und ich freue mich da riesig drauf. Ich möchte auch unbedingt für meine Eltern da unten den Stellplatz filmen, weil es gibt einen Stellplatz für Wohnmobile genau am Seepark. Also da gehen wir jetzt gleich zusammen hin, aber jetzt erstmal Spaghetti. Ich bin zu viel auf dem Lachs. Ein bisschen zu viel. Oder? Ja, ein bisschen weniger, dann geht's leichter. Ja, Maya! Ciao! Ben! Nervt dich eigentlich schon, dass die ganze Zeit die Kamera kommt? Nee. Gut. Ja. Oh, wow. Ein bisschen der Augen. So, ihr Lieben, wir fahren jetzt unseren Freunden hinterher zum Seepark. Der ist ganz, ganz neu gebaut worden in Unterbech.
Und direkt am Seepark gibt es Wohnmobilstellplätze. Und ja, das Panorama brauche ich euch ja nicht mehr zeigen, habt ihr schon gesehen. Ich bin jetzt noch ganz kurz im Supermarkt ein Eis holen für die Kinder oder auch für uns. Schweizer Eis, sagen wir auch nicht nein. Und dann Glacé heißt es hier. Nein, Glacé. Dann musst du in die italienische Schweiz. Hier ist es Glacé. Ich sehe ein Bagger. Schau mal da oben, Ben. Lianchen, Ben, schaut mal da oben, rechts. Auf der Wiese sind Bagger. Da. Zwei da. Autos. Ja. Das ist aber ein Lastwagen. Da. Bagger. Und das ist der Volk. Der kleine, süße Supermarkt, der aber alles hat. Jetzt hat jeder ein Eis aus dem kleinen, süßen Supermarkt hier, wo man aber wirklich alles findet. Und jetzt gehen wir zum Seepark. Ich fühle mich gerade wie in Italien. Ich weiß nicht warum. Und dann waren wir da am wunderschönen Seepark von Unterbech. Ihr Lieben, es hat leider so stark gewindet, dass man kein Wort verstanden hat von dem, was ich erzählt habe. Deswegen erzähle ich es euch jetzt ein bisschen im Nachhinein. Der wurde Anfang des Jahres gebaut, extra für natürlich die Touristen und aber auch für die Bewohner von Unterbech. Ganz schön gemacht. Unten ist ein Planschbeckenbereich, also ne, so ein Bereich, wo man halt wirklich als Planschbecken nutzen kann. Man hat eine Brücke drüber, nebendran hat man ein Kneippbecken, wo man durchstampfen kann. Auf der anderen Seite hat man nochmal eine schöne Fontäne, man hat einen tollen Spielplatz. Von was André auch total begeistert war, war die Solarblume. Das ist was ganz Geniales. Die richtet sich nach der Sonne und dreht sich praktisch mit der Sonne. Wenn es zu stark winden würde, dann würde sie sich einklappen. Also auch hier wieder die Sonnenenergie genutzt. Sehr, sehr vorbildlich. Und dann hat man halt diesen Ausblick. Ah, jetzt erzähle ich, glaube ich, gerade von der Gondel. Und ja, dass die halt da drüber fliegt und dass es einfach ein unfassbar schöner Platz ist. Auf der einen Seite die wunderschönen Berge, auf der anderen Seite dann Unterbech. Und da oben wurde ein Wohnwagenstellplatz ganz neu gemacht, auch mit der besten Versorgung an Strom. Es gibt ein Dusch-, Toiletten- und Waschhäuschen. Es ist ganz, ganz toll gemacht und natürlich dieser Ausblick ist einfach unfassbar. Man hat vor diesem Stellplatz dann eben den Seepark. Wenn man Kinder dabei hat, kann man da ganz, ganz toll spielen. Und ja, auf der anderen Seite dieses Traumpanorama. Es sieht aus wie gemalt, es sieht aus wie eine Postkarte, wenn man da steht. Ach, und es gibt nicht nur Wohnmobilstellplätze, sondern auch Elektroladestationen, was uns als Elektroautofahrer natürlich sehr, sehr zugute kommt. Kann man sein Auto laden. Hier seht ihr, wo man das Grauwasser abschütten kann und auch dann die Toilette, diese Toilettenkasten auswaschen kann. Camping, Abwaschraum, Dusche, Umkleideraum und WC, also alles vorhanden. Natürlich auch der Strom, wo dann immer der Platz, die Platznummer dran steht. Und dann kann man sich da anstecken und hat auch immer Strom. 30 Schweizer Franken kostet das pro Nacht, ist aber die Kurtaxe schon inbegriffen, glaube ich, erzähle ich auch gleich nochmal. Und hier war Ben so begeistert, da stand nämlich fast das gleiche Wohnmobil, nee, ist ein älteres Wohnmobil, aber auch die gleiche Firma wie das meiner Eltern und da konnte er nicht verstehen, dass da Opa und Oma nicht drin sitzen. Also ja, es war traumhaft schön dort. Es ist traumhaft schön. Eine Reise wert. Also, ich habe kurz nachgefragt, 30 Schweizer Franken pro Tag. Es ist aber die Kurtaxe schon inbegriffen. Und dann habt ihr einen Stellplatz, wo alles drum und dran da ist. Und der Seepark ist echt fantastisch. Ich habe euch ja von der Solarblume gerade schon erzählt. Es gibt aber auch zwei Bänke. Und auf diesen Bänken kann man einfach sein Handy draufladen, legen und das Handy laden. Auch richtig. Schaut mal, das sind so Solarbänke, wo du einfach jetzt dein Handy hier drauflegen kannst. Smartphone Charging oder via USB. Es gibt auch einen USB-Anschluss und alles ist wieder hier geladen über die Sonne. Und diese coole Solarblume, die dreht sich wie gesagt mit der Sonne und wenn es jetzt zu arg windet, würde die sich einfach automatisch einklappen. Also richtig toll. Auf dieser Seite habt ihr einen Planschbereich für die Kinder und hier habt ihr ein Kneippbecken, also wo man ne, mit den Waden durch kaltes Wasser, 10 Grad kaltes Wasser durchstampfen kann. Und hier hat man dann einfach nochmal so, also man darf hier wirklich drin planschen, aber es ist halt 10 Grad. Im Hochsommer bestimmt mega erfrischend, die Kinder sind auch jetzt mit den Füßen drin. Also ganz toll gemacht.
zurück in unserem wunderschönen Chalet Erika. Wir ziehen uns jetzt um und dann gehen wir nach oben Raclette essen. Wir freuen uns schon so. Einen gemütlichen Abend mit Freunden. Jetzt kann ich euch noch mal kurz von oben zeigen, wo wir gerade waren. Schaut, wir sind noch höher in Unterbech und hier unten, hier genau wo mein Finger ist, ist dieser Seepark und die Stellplätze. Papi, wie gefällt es dir so in Unterbech? Ja! Schlüssel vergessen. Ich kann nicht aufhören, dieses Panorama zu filmen. Ich kann einfach nicht aufhören. Unglaublich. Eine Schnecke. Befreist du sie vom Gras? So, wieder am höchsten Punkt von Unterbech. Im wunderschönen Haus meiner Freunde, unserer Freunde. Jetzt geht die Sonne langsam unter. Und wir machen jetzt gleich ein Raclette. Ich glaube, dieser Vlog besteht nur aus dieser Aussicht. Es ist einfach jedes Mal, egal wie sich die Wetterverhältnisse ändern, die Wolken tief hängen oder Nebel ist oder Sonnenschein oder jetzt der Sonnenuntergang, ein Riesenspektakel. Kommt hierher, ihr Lieben. Kommt nach Unterbech und erlebt das. Es ist unglaublich. Zeig mal. Hallo ihr Lieben, jetzt habe ich gerade beim Vlogschneiden gemerkt, dass ich mich noch gar nicht verabschiedet habe nach dem schönen Raclette-Essen. Deswegen tue ich es jetzt und freue mich auf den nächsten Vlog mit euch. Bis ganz bald. Tschüss.